Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört, dann können sie die Versicherung kassieren. Okay, also Versicherungsbetrüger ist der Typ anscheinend ja auch. So wie ich das jetzt hier herausgehört habe. Aber man muss ihm gestehen, er tut ja wirklich viel und hat auch da diese Schilder aufgehangen. Und wenn das halt nun mal Territorium des Basilisken ist, mein Gott, dann ist es halt nun mal so. Es ist ja in der Welt nicht anders, dass die Menschen sich einfach das nehmen, was sie brauchen. Und egal, wer da zuerst gewohnt hat, ich meine, Tiere können sich jetzt nicht wirklich wehren gegen den Menschen. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Also daher denke ich, könnten wir dem Basilisken ja wirklich eine zweite Chance geben. Ich meine, die sind halt da hingegangen, obwohl sie da nichts zu suchen hatten und jetzt haben sie halt nur mal Pech gehabt. Das Problem ist, es wird halt immer so weitergehen. Also es wird niemals gut gehen, sage ich mal. Da haben wir den Geruch wieder. Wo ist jetzt der Geruch? Ach, der ist oben in der Luft. Ah, hier, okay. Das sind jetzt nur ein paar Blutspritzer. Okay, hier ist die nächste Leiche. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf di Salvare führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Okay, das war wohl ein Handelsvertreter, ein Mann des Handels, ein Kaufmann, wie man ihn auch so schön nennt. Okay, ich glaube, ich höre schon was. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen. Ich hätte ehrlich gesagt lieber Tag im Moment. Ich speichere jetzt nochmal, nicht, dass ich mich jetzt hier gleich kloppen muss. So, endlich wieder Tag und jetzt kann ich auch endlich mal wieder... Meine Augen tun gleich weh, Wahnsinn. Weil es hier alles so schön grün ist und hell. Okay, sind wohl so eine Art Wikinger-Typen. Verdammt richtig. Schauen wir, was die von mir wollen. Haudegen. Ramor Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch. Woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Wie die sich gleich aufstellen, als wäre das irgendwie so eine krasse Gang. Ja, entweder ich sag denen, geht euch nichts an, oder Geralt von Riva, Hexer, dann wissen die natürlich gleich Bescheid, dass ich hier der Spezialist bin. Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du.
Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt auch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Wieso habe ich nur so ein gutes Herz? Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann, ein Wort. Dein Anteil, Hexer. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Hey, die waren ja ganz nett. Du hast Jocasta verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocasta gewiss erschlagen. Da wir Geld brauchen, werde ich das Geld wohl annehmen. Immerhin bin ich Hexe. Auch obwohl der Typ so nett war. Danke. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken. Keinen Silber. Nein, es war doch ein Silberner. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Okay, ich würde jetzt eigentlich fast sagen, wir gehen jetzt zurück zur Hauptquest und machen jetzt Hearts of the Stone. Oder wir machen jetzt doch noch eine Nebenquest. Schauen wir mal, Hexeraufträge groß. Ah, Schatzsuche, okay, das machen wir. Bärenrüstung, Katzenschulenausrüstung, Wolfschuleausrüstung, Greifschuleausrüstung. Ich glaube, es war sogar die Greifenschulenausrüstung. Ja, ich Schluck aufbekommen, Alter. So, wo müssen wir denn da ansetzen zum Suchen? Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein ultraweiter Weg, den wir uns jetzt geben müssen. Aber davor gehe ich jetzt erstmal hier hin. Wir kommen da noch an einem Fragezeichen vorbei, das können wir dann auch noch machen. Dann machen wir das auf jeden Fall. Na, das sieht eher nach Menschen aus. Na, kommt's. Boah. Krieg ich da direkt einen Pfeil rein. Und hopp. Ich hasse diese Bogenschützen. Zack.
Er wirkt sauber! Boah! Boah, die treffen hier mit voller Wucht. Boah. Hey, noch eine Bombe. Voll verfehlt. Und wie ich diese Finisher liebe in diesem Spiel. Ich schaue mir jetzt mal ganz kurz den Schwierigkeitsgrad an. Ich glaube, das stellt man bei Spiel ein. War es einfach nur die Geschichte? Blut, Schweiß und Tränen. Wahnsinn! Ich dachte, ich spiele die ganze Zeit schon auf Blut, Schweiß und Tränen. Und bin einfach nur overpowered, habe ich mir gedacht. Nee, alles klar. Also auf jeden Fall, ich muss jetzt... Oder wir, besser gesagt, müssen jetzt darüber genießen. Natürlich jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht. Okay, warte, ich ruf mal lieber Plätze, weil sonst wird es hier alles nichts. Für Plätze müssen wir eh dann mal schauen, ob wir ein paar neue Scheuklappen und ein bisschen mehr Ausdauer bekommen. Weil wir werden auf jeden Fall noch viel, viel reiten müssen. Und hier gibt es auf jeden Fall einiges zu entdecken. Ich dachte, wir nehmen jetzt hier noch das Fragezeichen hier mit. Das machen wir auf jeden Fall. Schauen wir, was da so abgeht. Und dann hoffe ich, kriegen wir diese neue Ausrüstung schnell zusammen und können sie dann auch herstellen. Okay, ja, jetzt wird's hier ernst. Okay. Das ist jetzt hier schon eine andere Ausnummer. Boah. Komm, fick dich doch. Dieser verschissene Bogenschütze, der regt mich so auf. Hau ab jetzt. Und weg mit dem Kopf. Ich muss tatsächlich noch eine Schwalbe einwerfen. Ich komm nicht ran, ich komm nicht ran. Wow, ohne die wäre das alles so einfach. Wow, okay. Es geht aber. Es ist auf jeden Fall machbar. Jetzt schauen wir mal. Hier ist nämlich ein Banditenlager, ob wir da irgendwas abstauben können. Da haben wir hier immer so eine Kiste. Unvollendeter Bericht. Schlüssel zur Reisekiste. Nehme ich jetzt mal mit alles. Lesen wir den erstmal. Ich lasse ihn jetzt mal offen, da könnt ihr den euch durchlesen. Ich werde mich da jetzt nicht so reinfuchsen. Wahrscheinlich wird er eh eine Quest starten. Genau, so sieht's aus. Ich nehme jetzt mal auch die ganzen Schwerter und sowas mit. Die können wir ja dann verkaufen. Wir brauchen jetzt im Moment eh ein bisschen Geld. So. Wo ist Plötze? Plötze. Und jetzt machen wir uns mal wirklich auf den Weg, um dieses Schema zu finden. Ich denke, am besten sind wir dran, wenn wir einmal eine Schnellreise machen zwischen denen. Komm schon, Plätze, gib ihm. Die Sonne wird jetzt eh gleich untergehen wieder. Zwei Schwalben haben wir verbraucht. Wird nicht allzu lange dauern, das Ganze wieder aufzufüllen.
Wie schmeckt dir das Silber?